Bei der Cubic 95 am Mikrofon. Du hast sehr viel Arbeit, das ist sehr viel Stress für dich. Ja, es ist ja, in der Planung vor allem eben. Und auch jetzt durchführen natürlich, dass alles da so ankommt, wie es geplant war. Jedes Kabel, jeder Stecker, jede Lampe. Aber live planmäßig, du hast, glaube ich, gute Leute hier, wo arbeiten. Es ist, man sieht hier, die Leute haben viel, sehr lange in der Nacht, ja. Sehr viel Aufwand dahinter. Ja, ja, es ist aber auch ein gutes Team. Es sind alles Vollprofis, die extra für die Produktion zusammengestellt worden sind. Habt ihr irgendwie eine Spezialität hier von Licht, wo es eigentlich noch nie gegeben hat hier in der Schweiz? Habt ihr etwas ganz Spezielles? Ja, es sind verschiedene Lichtsysteme einfach im Einsatz. Es ist Computerlicht im Einsatz, es ist konventionelles Licht, zum Teil sogar Theaterscheinwerfer im Einsatz, vor allem im Außenbereich, wenn wir die ganze Architektur mit einbeziehen wollen von dem Fabrikgelände. Es sind 4, 5 verschiedene Lichtsysteme, die eigentlich simultan auf dem ganzen Gelände arbeiten. Aber du bist ein absoluter Profi auf diesem Gebiet. Müssen andere beurteilen. Machst du auch andere Sachen? Machst du jetzt speziell Techno-Partys oder machst du auch Operetten oder alles oder auch Open Airs so gesagt? Ich mache Open Airs, Konzerte, Präsentationen, Messen, alles was beleuchtungsmäßig im Veranstaltungsbereich abgeht. Alles. Okay, danke dir, Funzel. Bist du Alice, du bist nie an einer Techno-Party gesehen? Nein, so weit habe ich es noch nicht gebracht. Kanone kann man nicht kaufen. Kanone kann man nicht kaufen. An einer Technoparty? Nein, das dann nicht. Muss man zu uns kommen. Genau. Okay, alles merci, gell? Das lange gehört. That's it, baby. Was sind denn deine Lieblingsstilarten, die so los ist? So progressiv, House, ja, Jungle und so. Und hast du irgendeinen DJ, der sagst, mal, den muss ich unbedingt hören heute Abend? Ich sehe sie dann. Nein, eigentlich nicht. Also speziell DJ, nicht. Ja. Gut, merci. Tanja, du gehst ja an Cubic Rockville. Wieso gehst du dort hin? Ja, wieder mal was Geiles erleben. Welche Musik hörst du speziell gern? Hard Trends. Dieses Jahr ist ja die ganze Cubic wesentlich grösser, ist auf 8 Dancefloor. Bist du letztes Jahr auch schon gesehen? Nein, aber viele Kollegen von mir, und darum habe ich ein bisschen Ahnung. Hast du keine Angst so von vielen Leuten? Es kommen ja heute etwa 20'000. Das ist recht viel. Ja, das ist geil. Das gefällt dir. Wegen Drogen und so hast du kein Problem? Ja, nein, nicht. Okay, merci Tanja, gell? Ja. Ich habe Cubic 95. Wieso gehst du dort hin? Ja, weil es eine geile Party ist. Oder wir. Sie, also was denn? Meinst du, haltest du es aus bis um 9 Uhr morgen? Ja, locker. Bis ins Aftau. Welche Musikstilrichtung gefällt dir? Ganz speziell? Ja, Hardcore und Breakbeats. Ja, und Progressive ist auch nicht so geil. Also. Und hast du irgendeinen DJ, der dir speziell gefällt? Nice. Du gehst heute an Cubic 95. Wieso gehst du dort hin? Ja, weil es geil wird. Gehst du gerne Techno-Partys? Ja, schon. Selber machst du auch Musik oder tust du noch konsumieren? Beides. Ab und zu gehe ich so Yugi und lege selber auf. So. Und findest du gut, dass 20'000 Leute kommen? Findest du das geil? So ja, schon. Ich hoffe, dass so viele Leute kommen. Ja, wir hoffen es alle. Haltest du es durch bis 9 Uhr morgen? Für dich kein Problem wahrscheinlich. Ja, schon. Welche Richtung gefällt dir speziell gut? Wo, in welchen Floor gehst du vor allem? Im HC-Floor. Und Happy Core so. Wie findest du es jetzt mit dem Zug so easy? Kannst du anfahren dort? Findest du gut? Ja, ich finde es geil, dass so viele Raper im Zug sind, oder? Gut, merci Pablo.
I'm Miss Jax. Miss Jax from Holland. What do you think about the Swiss scene? It's okay, Swiss it's scene. Okay. Yeah. It's no different to Holland or to Germany kicks. It's a little bit like Germany. It's a little like yeah. Germany. Yeah. So what's the same? The people, they're all ravers. They speak German. Yeah, and in a funny way, really funny. They have a funny. It's Swiss is really funny. So, you are thick. We have to say that. I think so. Tonight, just tonight. But you like this party, or you think it's just a normal party than every weekend? Yeah, for me it's just a rave, like all raves. If you do raves every weekend, it's getting a little bit the same. But you still feel the different, or? No, like I said, I don't see much difference for me. It's a rave, and I think it's house international language. It doesn't matter where you, in which country you play. You know, it's yeah. The ravers come to dance. Yeah. They all come for one thing, and that's to have fun. You made a new record that will get out soon. It's called Miss Jax versus the World. That's right, or? Yeah, you keep on promoting my record, but I think it will take maybe a half a year before it comes out, because I have so many other things I have to release first from all my artists. I don't want them to wait for my release, so yeah. That's why. But what means that title? That's really... That's the title of a comic strip, the third one that Alan Oldham made, and he made that title for the comic strip, so that's why I made that title. It's a little bit hardcore title. Oh, great. Thanks a lot, Miss Jackson. Okay, you're welcome. Bye. Ich bin Miros Gerber von der Partyorganisation Masters of Art. Ich bin hier Mitveranstalter. Ja. Und bis jetzt zufrieden, wie es läuft? Sicher, klar. 18'000 Leute sind es mittlerweile. Das ist natürlich ein Riesenerfolg, ohne Street Parade im Rücken. Das muss man zuerst mal machen. Und du findest nicht, dass es ein bisschen zu eng ist, das Ganze, ein bisschen zu viele Leute hat, jetzt vor allem bei den hinteren Hallen? Das ist natürlich klar, bis jetzt haben wir immer die hinteren Hallen offen gehabt. Die Leute kennen vor allem die Hallen. Die vordere, die wir jetzt frisch aufteilen, ist noch nicht so geläufig. Wird vielleicht bei den nächsten Fingern wieder, werden sie es auch finden, aber ab den zweiten werden sicher viele Leute wieder nochmal in die vordere gehen, weil es hinten eben eng ist und es wird dann kälter. Und eben bei der vorderen haben wir noch Platz, die ist nicht pumpenvoll. Bis jetzt bist du zufrieden mit den Jugendlichen? Zuerst, ja. Wir sind immer zufrieden bis jetzt in unseren Reifen. Wir haben noch nie eine Schlägerei gehabt, nie irgendwie Auswüchse oder Randaliererei, Spreierei, wirklich absolut nichts. Besucher sind absolut top. Jetzt, was ist dein beliebtester Musikstil, deine Richtung? Ja, das ist schon Gabber. Hardcore, ja. Ich bin auch selber Gabber-DJ. Und ja, meine Musik ist Gabber, plus noch etwas Experimentelles, Acid vielleicht, das klar auch. Aber eben, wie gesagt, Gabber, das ist schon klar. Super, in dem Fall, danke vielmals. Ja, ich bin René Dröninger von Futurescope. Ich bin für das Placement Management verantwortlich, sprich Security, Personal und so weiter. Danke. Mein Name ist Martin Frick, ebenfalls Futurescope-Organisation. Und ich habe hier die Organisation, Technik, Zusammenstellung zusammen mit Miros Gerber und alles Ablauf, Koordination vom Anlass selber. Bis jetzt geht ja da recht etwas ab. Was haltet ihr selber von dieser ganzen Sache? Ich würde sagen, es ist sehr ein gelungener Anlass. Die Leute haben sicher mega den Plausch und es geht wirklich voll ab auf dem Areal. Ja, ich finde es schön, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, sich so auszutoben. Am Wochenende und so viele zahlreich erscheinen, oder? Jetzt gleich noch mal auf Drogen vielleicht. Was denken ihr zu dieser ganzen Sache? Es ist ein ziemliches Problem in der Technoszene. Also ich glaube, es ist nicht richtig ein Problem, weil es ist einfach eine Minderheit, die Drogen nimmt. Wir gehen ganz hart gegen Dealers vor. Wir haben schon jene der Polizei übergeben heute Abend. Aber ich glaube, ein richtiges Problem ist es nicht. Es wird mehr von den Medien aufgeputscht, ist meine Meinung. Jetzt bei der Technik mal in ungefähren Zahlen, wie viele Kabel, wie viele Lampen haben da so verleiht? Oh, x Kilometer Kabel. Sicher so 20 Kilometer Kabel, wenn man alles zusammenzählt. Traverse sind es irgendwie 200 Meter. Und ja, Lautsprecher kann man schon gerne nicht mehr zählen. Es fehlen nur noch 100 Kilowatt zum Weltrekord vom Soundsystem, das da steht. Ich glaube, zum Material kann man sagen, es sind 14 Sattelschlepper Material von ganz Europa hierher gefahren. Also etwas noch nie da gewesen in der Schweiz.
Jetzt, das ist ja ziemlich laut, das Ganze. Wie sehen ihr das für die körperlichen Schäden jetzt von den Ohren her? Also wir geben überall an unseren Ständen, an den Kassen, geben wir gratis Ohrenpacks ab. Und jeder kann auch dort, kostenlos. Und wenn jemand nicht will, ist jedem ist sein eigenes Überlassen, kann man sagen. Super, in dem Fall. Danke vielmals. Merci auch. Wir sind hier beim Pierre in der Videomassenkontrolle. Wie geht's? Wie läuft's ab da? Danke, soweit so gut. Wo die letzten technischen Pannen so behoben sind, ist eigentlich alles gut, läuft rund. Prima. Das ist ein riesen Aufwand, den ihr hier betreibt. Ihr könnt alle Dancefloors mit Videoanimation beliefern von hier aus. Ja, beliefern in dem Sinne auf kleinen Monitoren und nicht alle, aber wir haben das eigentlich alle Dancefloors haben Quellen, also Kameras, wo wir Signale bekommen, auch die Videoanimation noch gemacht wird im Dancefloor selber, können wir da aufschalten und auf die grosse Leinwand gehen, wo im grossen Hof aussen ist. Machst du wieder mal so eine Techno-Party? Hat es dir Spass gemacht? Ja, ich mache eigentlich hin und wieder so Partys. Nicht gerade in diesem Rahmen, muss ich sagen. Das war jetzt auch ein Stück weit noch ein Experiment mit dieser Zusammenschaltung von diesen Dancefloors. Aber kommt sicher wieder mal. Macht Spass auf jeden Fall. Es dürfte ein bisschen kürzere Arbeitszeiten geben, aber man kann sagen, machen wir wieder. Also etwa 3 Tage haben wir ja gar zum Aufstellen. X Kilometer Kabel verlegt. Wie lange haben wir zum Abbrechen? Ja, das sehen wir dann. Eigentlich vorgehen ist etwa einen Tag zum Abbau, wird sicher länger gehen. Wir schauen so schnell wie möglich durchzuwegen. You know, God made me funky. Felder bei uns von der Firma Rivella. Was ist da Ihren Job? Was machen Sie da? Also ich bin da verantwortlich mit der grossen Crew für das Catering, dass das klappt. Das heisst, wir müssen schauen, dass alle genug zu trinken haben und dass wir bis morgen am Morgen möglichst alles verkauft haben, was wir da reingepuffert haben. Was lernt ihr denn nämlich so? Was verkauft ihr so in Anzahl an so einer Party? Ja, wir gehen von 20'000 Leuten aus und wir gehen davon aus, dass jeder mindestens 5 Getränke konsumiert. Also es gibt rund 100'000 Einheiten, die man da braucht an diesem Abend. Das ist etwa in Ballett, wenn man sich das vorstellen kann, das sind rund 80 Ballettgetränke, die da irgendwo auf diesem Areal verstreut ist. Das ist ein riesiger Aufwand. Wie viele Leute sind da etwa im Einsatz bei, jetzt bei der Firma Rivella aus? Also das sind jetzt, heute sind es rund 110 Leute, die da, heute am Tag X im Einsatz sind. Bei der Vorbereitung sind wir schon seit 10 Tagen dran. Das sind rund 3 Leute, die da voll organisieren. God made me funky. And I'm glad he blessed me that way. Yeah. Now that's what I'm screaming. Well, it's like techno came from house music, you know? It was the same way 10 years ago in 85 when it was just one style of house music, you know? You were either into house or you went into something totally different. You know, all the early stuff that Jesse Saunders and Folly Jack Master Funk did. I mean, to me, that's the true roots of this music, you know? I don't care about names and, you know, techno is just the name that it's given, but to me, especially the music that I do and I play and that I like, I see more of a link between the old school of like 10 years ago, you know, the stuff like the old track stuff from Chicago. I think that's the real roots of this music. And
Then it broke off into 90. What we were actually listening to, the techno stuff, was actually already a division of house music, you know? And it really was, there was other like five different styles. It was the house, and then there was the happy finger snap stuff coming out of New York that guys like, you know, Lil Louie and Todd Terry were doing. And I think now it's just the techno part in itself, which was just one branch, now branched off into 15 other different branches. I think it's probably gonna keep continuing to happen, you know? Because I really don't consider, I mean, it's cool what other people do, you know, the hardcore and the happy hardcore and the jungle and stuff, but that's totally different from what I do, I think, you know? Yeah. That stuff is like, you know, I can't even follow it. Not because I don't like it or anything, but just because it's just too much to be into 10 different things, you know? I have a hard enough time keeping up with the music I'm into, you know, than to pay attention to what other, you know, styles are doing, you know? And it's just gonna keep dividing, so I just keep my narrow little head into, you know, into my music, you know? I mean, it's a shame that nowadays people are a little bit more narrow-minded where they're into just one style, and I kind of fall into that category a little bit. But it's just not, it's just too many styles to follow everything, you know? Yeah. It's too much. And everyone hates everyone else's thing, you know? Everyone thinks their style is, what they're into is the best scene, you know? But it's all a matter of personal taste. We'll be right back.
Ist ja Cubic 95 gefunden. Voll geil. Ist gut gewesen, wirklich gut gewesen. Du ziehst noch weiter? Nein, weil wir essen alle aus Prinzip keine Ecstasy und darum gehen wir jetzt lieber ins Bett. Ja, ich habe es gut gefunden. Vor allem, es war gut organisiert, hatte ich das Gefühl. Und die Organisation, also die Sache mit dem Zug, habe ich gut gefunden, dass man mit dem Zug kommen kann. Welchen Schil hat dir am besten gefallen? Hardcore Floor. Leute von Zürich, wir haben ja Kubi gefunden. Ja, es war geil, das Ganze. Geiler Sound. Mit dem Zug, passt dir das? Ja, das war sensationell und ich habe es gut gefunden. Und die Stimmung auch und die Leute und so. Es war wirklich super, muss ich sagen. Gehen wir wieder mal, wenn es Kubi 96 gibt? Ja, schon. Klar, Ehrensache. Ehrensache, ja. Jo, klar, ja. Du auch, bist du auch dabei? Ja, schon wieder voll.